Hallo zusammen. Heute zeige ich euch, wie man unsere GigaConnect-Box installieren kann. Wenn du dein Päckchen zu Hause auspackst, findest du zuerst unsere GigaConnect-Box. Dann ein Ethernet-Kabel, damit du weitere Geräte anschliessen kannst, wie zum Beispiel unsere UPC-TV-Box. Ein Netzstromkabel. Und zwei verschiedene Koaxialkabel. Eins für, wenn du daheim eine 3-Loch-Kabeldose hast. Und einmal für, wenn du daheim eine 2-Loch-Kabeldose hast. Auf der Rückseite deiner GigaConnect-Box findest du 4 gelb markierte Internetanschlüsse, 2 grau markierte Festnetzanschlüsse, den Anschluss für das Koaxialkabel, den Knopf zum Ein- und Ausschalten und den Anschluss für das Netzstromkabel. Abschließend findest du auf der Unterseite deiner GigaConnect-Box wichtige Informationen, wie zum Beispiel dein initiales WLAN-Passwort. Starten tun wir mit dem Koaxialkabel. Egal, ob du daheim eine 2- oder 3-Loch-Kabeldose hast, kommt das rote Ende immer an deine GigaConnect-Box. Das andere Ende kommt bei der 2-Loch-Kabeldose auf die linke Seite und bei der 3-Loch-Kabeldose unten rechts. Als nächstes tun wir das Netzstromkabel anschliessen. Und dann müssen wir es nur noch einschalten. Bitte verwende nur die mitgelieferten Kabel. Im Anschluss fängt deine GigaConnect-Box an weiss-grün leuchten und wenn sie fertig installiert ist, leuchtet sie nur noch weiss. Das war's schon und du bist bereit zum Lossurfen. Für weitere Informationen besuche unsere Webseite. Und am besten ladest du jetzt noch unsere Connect-App runter.